Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Twin Mirror. Wir sind gerade mitten in der Detektivarbeit und ja, wir müssen jetzt nix Schubladen oder nix Schreibtisch oder Arbeits-Area und Walters Schreibtisch Büro untersuchen, weil irgendwas da ganz, ganz faul ist. Wir fangen mal bei Nick an. Die Pinnwand. Haftnotizen. Valid question. Still not sure. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Mein Kater muss jetzt auch wieder hier rumlatschen. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 23:41 Uhr, nicht vergessen. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ne. Das war's schon. Ah, mein Auge juckt. So. Nix Regal. Büromaterial, alte Notizen. Und hier haben wir einen Archivschrank. If I had the code, I could get in here. Den haben wir schon gesehen. Und zwar in dem Buch, glaube ich, hier auf der anderen Seite von der Wand. Ich gucke erstmal nochmal weiter. Nix Schubladen. Zu leicht zu öffnen. Daran würde nichts Wichtiges aufbewahren. Untersuchen wir mal den Schreibtisch. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen. Ach, sieh an. Der Laptop The only fehlt. thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Betrachten. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Ich habe dir Pepperoni Rolls im Kühlschrank gelassen. Arbeite nicht so lange. PS, nächstes Mal bist du dran. Ah, wahrscheinlich Anna. Betrachten. Nick, Anna and me. Nehmen. In Ruhe lassen, umdrehen, nehmen. Nehmen. Nick wouldn't mind if I kept this for old time's sake. Okay, ich hoffe, dass das jetzt nicht auffällt, weil wir das Foto mitgenommen haben. Sonst ist hier nichts. Hier haben wir noch Nicks Namensschild. Walter nannte Nick oft seinen Erntehelfer. Aha. Okay, wir haben hier den Schrank. Da gehe ich doch mal eben kurz hier einmal rüber. Tagebuch, da haben wir doch eine Zahl gesehen. Die 3121. Nice. Four digits. Wonder if that's the new code for the archives. Bestimmt. 3121. 3121. 3121. 3, 1, 2, 1. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off. Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Tja, oh Gott. Was hat er denn alles gesammelt? Betrachten. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. But what was he looking for? Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine. Völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung? Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer?
Brauche mehr Datenpunkte. Nächste Akte. Tickets und Hotelrechnungen. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something or someone. Name des Passagiers Nick Waldron von West Virginia nach Florida. Zug Nummer 254. Dann haben wir Kontakte. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. 27.01. 20 Uhr. Mit die nervöser Typ, aber könnte das Nützliche, was Nützliches wissen. 12.02. 17 Uhr. Zweites Treffen mit die. Das ist tatsächlich eine Spur. Vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen. Hat vielleicht zu viele Filme gesehen. 18.03. 10 Uhr. Mit die. Musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. 1.04. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. Oha, oha, oha. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. It's possible Walter missed something. Could be worth checking his office. Okay. Hier haben wir uns ja schon umgesehen. Da haben wir unser Namensschild gefunden. Sonst ist hier nichts Interessantes. Hier mal gucken. Ich glaube, das können wir erst gleich machen oder so. Dass hier irgendwas sichtbar wird. So strange how calm it is out there when, well, this happened. Was keiner mitbekommen hat. Walters Namensschild. Walter liebt diesen altmodischen Chic. 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 Wir können nur das hier untersuchen, den PC. Eine Katze. Geil. There might be something around here that hints at Walter's password. Forgot your password. Passworterinnerung. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Walter was never tech-savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Ja, jetzt können wir untersuchen wahrscheinlich. Walters Lieblingsartikel, Erinnerung an seine Liebe zu Basswood. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Schauen wir uns mal weiter um. Hier ist nichts mehr. Ach, guck mal, die Pinnwand können wir auch untersuchen. Notizen. Just reminders. Nothing that can be used as a password. Trachten. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Ja. Trachten. She used to be the office administrator ages ago. Okay. Wo sind die Notizen? Hier haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr. Okay, die Pinnwand liefert uns also keine Beweise. Annas Namensschild. Walter hat es trotz Annas Freiberuflerstatus angefertigt. Sie gehört halt mit zum Team, beziehungsweise Familie ist das ja für ihn. Gemälde. Jedes an einem, in einem anderen Stil. Elektrisch. Elektrisch.
Bücher, seine Lieblingsbücher, alles Erstausgaben. He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Mhm. Passwort Nummer 2, mögliches Passwort Nummer 2. Ansonsten haben wir hier aber nichts mehr. Ach so, doch, das Teamfoto, Mensch. Ein bisschen weiter nach oben gucken. Da fällt es schwer, nicht nostalgisch zu werden. Das Team von des Basswood Jungle. That was just after Anna came on. And we really were a small clan. Mhm. Okay. Wir haben irgendwas Aktuelles. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Terra. Ach, Erinnerungsstück von Terra? Terra hat uns alle gezwungen, für ein Teamfoto zu posieren, als wir in dieses Büro gezogen sind. Erinnerst du dich noch an den Tag, als Terra beschlossen hatte, dass der Basswood Jungle ein Foto der Redaktion braucht? Niemand hatte Lust dazu, aber ohne eine gute Ausrede konnte man zu Terra nicht Nein sagen. Letztendlich dauerte es nur eine halbe Stunde, die gesamte Redaktion dazu zu überreden. Dennis sagte, er würde nur mit aufs Bild kommen, wenn du auch dabei bist. Er wusste, dass du nie viel für organisierten Spaß, Pub-Quiz-Spiele oder gemeinsame Mittagessen übrig hattest. Deine Ablehnung, für ein solches Foto zu posieren, schien eine sichere Sache. Aber du hattest eingewilligt und Terra war äußerst zufrieden mit sich selbst. Ein Teamfoto ist nur von Bedeutung, wenn auch alle drauf sind. Vielleicht hatte sie damit recht. Es ist das einzige Teamfoto, das der Basswood Jungle jemals aufgenommen hat. Cool, haben wir auch Terras Erinnerungsstück gefunden. Jetzt gucke ich nochmal hier. Vielleicht haben wir jetzt hier neue Erkenntnisse. Oh, jetzt können wir auch hier uns den Schreibtisch angucken. Einmal den Computer, da müssen wir gleich dran. Den Schreibtisch. Walters Desk is just like him. Big and full of mystery. Mhm. Was haben wir hier? Betrachten. Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Hm. Lesen. Praxis Dr. Lastufka, 21.03.2017. Sehr geehrter Mr. Dodson, gemäß dem Wunsch Ihrer Mutter freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich Ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Gemäß meinen Empfehlungen wird sich Mrs. Judith in Kürze auf dem Weg nach Costa Rica begeben. Das wärmere Klima wird ihr helfen, zu ihrer früheren Stärke zurückzufinden. Sollten Sie weiteren Klärungsbedarf haben, so zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. PS, Ihre Mutter bat mich außerdem, Sie daran zu erinnern, dass Ihre eigene Kontrolluntersuchung bei Dr. Chavez schon lange überfällig ist. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Lastufka. Als seine Mutter, die Judith. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Vinyl. Cover, die Ink Spots. Greatest Hits. Notiz. Es ist höchste Zeit, dass dir mal jemand die echten Klassiker nahe bringt. Lass mich wissen, wie du das findest. Ah, also Anna. Dann haben wir hier noch Postkarten. I can't imagine Walter getting a suntan at the beach. He can't stay still. Kleines, ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön. In Liebe, Mom. Ein Katzenfoto. Wieso können wir da jetzt nicht gucken? Never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years.
Hä? Achso. Juckt denn heute meine Augen, meine Nase so? Okay, wir haben jetzt vier mögliche Passwörter. Den Namen seiner Mutter, die Katze, das Buch oder der Ort Basswood. Super. Dann würde ich sagen, können wir da mal eben gleich uns einmal durchprobieren. Ich habe keine Ahnung. Nochmal dran. Da er ja auch vorhin sagte, wo wir ihn getroffen hatten auf dem Weg hierhin, dass er, dass das Mittagessen mit seiner Mutter heilig ist, würde ich erstmal seine Mutter versuchen. That's not it. I have to keep looking. Als nächstes vielleicht der Ort, also Basswood. And I'm in. Ah. Let's see what secrets you got in here, Walter. Posteingang. Bess Mitchell, da war doch die andere Polizistin, die wir auf dem Leichtschmaus gesehen haben. Die konnten wir uns nur angucken. Wir wissen eigentlich gar nichts über die. Und die ist auch nicht bei unseren Leuten da in dieser Übersicht, wo wir was über die Leute lesen können, drin. Ah, ich lese mal von untere zuerst, weil das die Anfangsmail ist. 4. April. Von Bess Mitchell an Walter Dodson. Betreff Hilfe. Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nichts wirklich Interessantes. Nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Bess Mitchell, Polizeichefin. Darauf hat Walter geantwortet. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Walter Dodson. Gehen wir mal eben, bevor ich jetzt die Datei öffne und dann irgendwie was trigger oder so, gehe ich erstmal gucken in Gesendet. Hilfe. Ist das die gleiche? Ha. Okay, das ist einfach nur die Antwort nochmal, die er geschickt hat. Posteingang. Antwort Hilfe. So, Datei öffnen. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Mal lesen. Westford Polizeidienststelle, VA Unfallbericht. Art des Unfalls, Verkehrsunfall. Datum des Unfalls, 2. April 2017. Ort des Unfalls, Telegraph Hill, Route 18. Einzelheiten der Untersuchung, 1 von 3. Beteiligte Personen, Name Nicholas Waldron, Alter 35. Fahrzeuge. Farbe, Rotmarke, Cosmo-Modell, 2008 Ramero. Unfallhergang, Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Waldron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken. Kann ich mir nicht vorstellen. Passt nicht zu ihm, haben wir ja schon beim Leichenschmaus rausgefunden. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Westwood Polizeidienststelle VA Unfallbericht. Art des Unfalls, Verkehrsunfall. Datum des Unfalls, 2. April 2017. Einzelheiten der Untersuchung, 2 von 3. Airbags ausgelöst, Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen. Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen.
Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus. Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkung, das Einatmen von Rauch oder Verbrennung sind alles mögliche Todesursachen. Weiter. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Art des Unfalls, Einzelheiten der Untersuchung 3 von 3. Da steht gar nichts mehr zu, das ist einfach nur noch das Bild. Okay, jetzt sieht man das Auto. Ja, dann verlassen wir mal. Haben wir alles gesehen, ne? So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. Ja, also ich glaube, wir kennen unseren Kumpel wohl besser wie unser Chef. Dann wollen wir mal uns hier verpieseln. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Ich muss sehr vorsichtig sein. Nick hat sich übernommen. Er wollte mir etwas sagen. Ja, er wollte mir etwas sagen. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Change decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Dennis ist tot. Ich habe ihn nicht getötet. Das musst du mir glauben. Ich habe ihn nicht getötet. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Ah, oh, ich wusste es. Also, wie Anna schon sagte, wir haben die Leute auf der Straße gefragt nach Dennis. Die Leute wussten, dass wir eine Prügelei hatten, dass wir angetrunken waren. Also haben wir ja aus den Gesprächen rausgehört und auch gesagt bekommen. Es ist eh schon kein gutes Licht auf uns. Und das Schlimmste, was man machen kann, wenn so etwas passiert und man ist selber nicht schuld dran, also wir haben ihn ja nicht umgebracht, dann ist das Dümmste, was man machen kann, einfach sich verpissen und hoffen, dass es nicht rauskommt. Und es wird rauskommen und dann wird es umso schlimmer sein und umso unglaubwürdiger. Die andere Sache ist natürlich, es ist unangenehm, die Polizei zu rufen, weil man Erklärungen abliefern muss und sich beweisen muss, dass man halt unschuldig ist. Was natürlich nicht einfach ist, wenn wir halt alleine waren und keiner Zeuge ist. Aber das ist für mich der richtigere Weg, auch wenn es vielleicht schwierig wird. Aber Anna macht jetzt nicht so die
den Anschein, dass sie uns in den Rücken fällt. Sie ist zwar kurz mal ausgeflippt, weil sie halt nur mal überfordert war mit der Situation, weil sie liegt, also sie sieht halt Dennis tot da liegen und wir stehen daneben und haben auch Blut am Hemd gehabt, was wir ihr erzählt haben. Dann ist da klar, dass sie erstmal so ein bisschen geschockt ist, aber sie hätte ja auch jetzt im Prinzip die Polizei einfach rufen können, ohne mit uns zu reden. Sie hätte uns ja nicht glauben müssen, aber sie hat uns geglaubt, sonst hätte sie schon längst uns verpfiffen, ohne mit uns zu reden. Und uns quasi schon die Wahl abgenommen. Ich gehe davon aus, dass sie zu uns hält, weil sie uns halt einfach besser kennt, dass wir sowas nicht machen. Deswegen entscheide ich mich für die Polizei rufen, weil es halt einfach der wichtige und richtige Weg ist, auch wenn es vielleicht erstmal heißt, sich erklären zu müssen und beweisen zu müssen, dass man unschuldig ist, was auch nicht einfach ist, aber wenn man sich einfach von der Unfallstelle entfernt, dann wird es ja nicht besser. Das ist genauso wie, wenn man Scheiße baut und das nicht demjenigen sagt. Oder wenn man jung ist und den Eltern das nicht sagt und es kommt halt einfach um 10 Ecken raus, dann ist dann der Ärger noch schlimmer, als wenn man sich direkt ein Herz gefasst hätte und gesagt hätte, so und so sieht das aus. Dann kriegt man mal kurz Ärger, aber dann ist es auch gut. Weil logisch, mit der Zeit häuft sich das halt an, dass das halt schlimmer wird mit dem Ärger, ne? Und genauso ist es hier, finde ich, auch. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg, die Polizei zu rufen. Deswegen vertrauen wir drauf, dass Anna uns hilft. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Ich bin gespannt, wie das alles noch so sich entwickelt und wie das alles aufgedeckt wird und wer es vor allen Dingen ist. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to... Sure. I doubt I'll be good company anyway. You mean you're overfocused to the point of non-reactive thing? I remember, especially how you always end up being right somehow. I hope. I don't know what I'm hoping for. Yeah, me neither. This is the place. Unfallstelle. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Okay, ich guck mal eben, ob wir irgendwie was Neues haben. Oh ja, haben wir. Nachdem wir Dennis ermordet aufgefunden hatten, riefen Anna und ich die Polizei. Wir versuchten so gut es geht, unsere Spuren zu verwischen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass Anna mit in die Sache hineingezogen wird, aber in all diesem Chaos hier fühlt es sich wie das einzig Richtige an, ehrlich zu ihr zu sein. Ja, das ist immer gut, wenn man ehrlich dazu ist. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Hier. Nicks Unfallbericht war schlampig ausgefüllt. Ich kann der Polizei nicht mehr trauen. Schlimmer noch, sie könnten glauben, dass ich Dennis getötet habe. Ich bin nicht sicher, ob es klug war, Anna da mit hineinzuziehen. Ja. Haben wir das schon gelesen?
Wie es aussieht, hat Dennis seine Administratorrechte dazu missbraucht, andere Leute E-Mails zu lesen. Er wusste, dass Nick einer Sache auf der Spur war. Wurde er deshalb getötet? Also ich sag mal so, beide, die involviert waren, also der Dennis hat den E-Mail-Verkehr gelesen, ist ermordet worden und Nick hat auch einen Autounfall gehabt und ist auch tot, der anscheinend ja irgendwas auf der Spur war. Und ich, also es könnte jeder sein, ne? Gerade auch die, die super überschwänglich nett sind und lieb zu uns sind und so, die können halt einfach Dreck am Stecken haben. Aber was ich halt komisch finde ist, die Polizistin, die den Bericht quasi an Walter geschickt hat und die Bilder von Nicks Unfall, den wir gerade gelesen haben in auf seinem Schreibtisch am Computer, die haben wir ja auf dem Leichenschmaus, haben wir die ja quasi nur betrachten können, dass er so ein paar Gedankengänge dazu sagt. Aber wir haben keinen einzigen Eintrag hier, wo die Leute aufgeführt sind über die Polizistin. Keinen. Wir wissen nichts über die, wir wissen nur von der Kaffeebesitzerin Christina, dass die da ihren eigenen Kaffee wohl irgendwie organisiert und was weiß ich, aber wir wissen nichts über die. Das ist auch schon irgendwie komisch. Also ich traue der Polizei da auch irgendwie nicht so beim Weg hier. Declan vielleicht. Declan ist halt, ja, also der macht mit sich den Anschein, dass der irgendwie so ein bisschen zweigleisig fährt, aber die Polizistin, die ist schon ein bisschen verdächtig, weil halt man nichts über die weiß, außer halt, wie sie heißt und dass sie Polizistin ist und so, sonst gar nichts. Mit jedem anderen haben wir gesprochen, jeden anderen haben wir aufgeführt, nur sie nicht. Und er hier, Joel, der uns jedes Mal das Leben zur Hölle machen will, der uns schon gedroht hat und alles, ist auch so ein Ding, ne? Also es könnte jeder sein. Er wahrscheinlich nicht, weil er ist im Rollstuhl. Walter, weiß ich nicht. Auch der Apotheker ist irgendwie so ein bisschen komisch und ein bisschen seltsam gestrickt, finde ich irgendwie ganz komisch, weil wir haben ja schon erfahren, dass er ja eigentlich von woanders her extra hier hingezogen ist, um eine Apotheke zu haben, wo man halt einfach nicht so viel Konkurrenz hat und weil er auch gerne die Leute näher kennenlernen will, mit denen ins Gespräch kommen will, was da, wo er herkommt, halt einfach nicht möglich war. Das haben wir ja auch schon gehabt in dem Gespräch mit ihm. Finde ich halt auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Weil er ja sagte, Sam sagte ja, die ziehen alle von hier weg und nicht hierhin. Komisch, komisch alles. So. Jetzt haben wir hier eine neue Aufgabe, untersuche die Unfallstelle. Ich habe Dennis ermordet im Büro gefunden, eine weitere Panikattacke. Die Polizei wird die Leiche finden und ich werde ihr Hauptverdächtiger sein. Ein wenig herumwühlen im Büro führte zu einer Entdeckung. Dennis, Nick, eine Geschichte, an der er gearbeitet hat. Zwei Menschen tot. Besteht möglicherweise eine Verbindung? Zeit herauszufinden, wie genau dieser Unfall vonstatten gegangen ist. Ich muss mir die Unfallstelle ansehen, um Hypothesen aufzustellen und sie anhand der Hinweise zu überprüfen. Und genau das, meine Lieben, machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Dann wird's spannend. Ich bin gespannt, wie das mit dem Unfall hier so zusammenzusetzen ist, weil ich finde das mega cool gemacht. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was denn dabei rumkommt. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.